Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich einen weiteren richtig überkrassen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Dieser Glitch ist wirklich extrem heftig, denn ihr könnt euch mit diesem Glitch in einem Durchgang bis zu 30 Fahrzeuge duplizieren. Also dieser Glitch ist auf jeden Fall genau das Richtige für diejenigen unter euch, die den alles kostenlos kaufen Glitch nicht machen wollen, also den ich gestern für euch ja hochgeladen hatte. Für diejenigen unter euch, die ihre Accountdaten nicht weitergeben wollen, beziehungsweise die niemanden vertrauenswürdigem haben, dem sie ihre Accountdaten anvertrauen können. Für diejenigen unter euch ist dieser Glitch hier auf jeden Fall genau das Richtige. Und für die Xbox One-Spieler, da sehr viele Xbox One-Spieler unter euch doch gesagt hätten, dass der Glitch bei euch nicht funktioniert hat. Gut, im Glitcher-Forum sagen sehr, sehr viele, dass das Ganze auf der Xbox One bei ihnen funktioniert hat. Andere sagen aber auch wiederum, das Ganze hat bei ihnen nicht funktioniert. Also auf der Xbox One scheint der alles kostenlos kaufen Glitch nicht so stabil zu laufen wie auf der PlayStation 4. Und für euch ist dieser Glitch nämlich hier, den ich euch jetzt zeigen werde, genau das Richtige. Denn dieser Glitch hier funktioniert auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Auf dem PC funktioniert das Ganze, soweit ich weiß, auch sogar, aber damit könnt ihr euch keine Autos duplizieren, sondern ihr könnt damit nur Autos auf dem PC merchen. Ihr könnt damit zum Beispiel Bennys Felgen auf andere Autos drauf machen, die normalerweise keine Bennys Felgen haben können. Ich denke, die PC-Spieler unter euch verstehen das ganze System auf dem PC. So ist das Ganze ja aber nicht auf den Konsolen, sprich auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Auf jeden Fall ist dieser Glitch hier wirklich mega einfach. Er hat irgendwie nur 2-3 Steps. Und wenn ihr diese Steps einmal gemacht habt, dann könnt ihr die Autos am laufenden Band duplizieren. Also ich sag mal so, alle 30 Sekunden dupliziert ihr euch ein Auto. Dieser Glitch ist wirklich gar kein Aufwand. Also den kann wirklich jeder von euch machen. Und ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst diesem Video hier auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video auf jeden Fall kräftig mit euren Freunden, damit diese keine Geldprobleme mehr in GTA Online haben. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch. Also, auf geht's! Also Freunde, für diesen Glitch benötigt ihr ohne Scheiß nicht wirklich viel. Im Grunde ist das Einzige erst einmal, was ihr benötigt, eine eigene Arena. Und in dieser Arena braucht ihr die Untergaragen oder wie sich diese Garagen nennen, also die Ebenen B1 oder B2. Ihr braucht wenigstens eine Unterebene. Wenn ihr euch aber weitere Autos duplizieren wollt, als wie eben nur eine komplette Garagenebene, dann solltet ihr auch noch die weitere bzw. eine weitere Garagenebene haben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel B1 habt, dann braucht ihr halt, wenn ihr noch mehr Autos wollt, auch die Garagenebene B2. Wenn euch das Ganze aber vollkommen reicht, wenn ihr sagt, ihr seid mit einer Garagenebene schon zufrieden, dann reicht es natürlich auch, wenn ihr nur eine Garagenebene in der Arena besitzt. Als nächstes braucht ihr dann in der Garagenebene, in der ihr diesen Glitch hier machen wollt, ein paar Fahrzeuge. Und da braucht ihr zunächst einmal erst ein Fahrzeug drin, welches ihr duplizieren wollt. Und da kann ich euch wie immer nur entweder einen LG Retro Custom empfehlen, da dieser beim Verkauf fast 1 Million GTA-Dollar einbringt, oder einen Easy Albtraum, also den Easy Classic, den ihr in der Arena-Werkstatt schon aufgerüstet habt zu einer Albtraum-Version. Denn dieser würde euch dann beim Verkauf 1,6, 1,7 Millionen GTA-Dollar einbringen. Ich mache das Ganze hier in diesem Video aber mit dem LG Retro Custom, da ich das Ganze mit meinem zweiten GTA Online-Charakter mache. Und da hatte ich halt noch keinen Easy Classic und ich war halt einfach zu faul, mir einen Easy Classic zu kaufen, weil ich halt, wenn ich halt schon einen LG Retro Custom besaß. Ich denke mal, ihr könnt das Ganze bestimmt verstehen, Freunde. Außerdem braucht ihr auf diesem Auto ein eigenes Kennzeichen, welches ihr euch über die iFruit App bestellt habt, denn diese Fahrzeuge hier ergeben am Ende keine sauberen Kopien und deshalb müsst ihr hier wirklich ein eigenes iFruit Kennzeichen haben, denn
Wenn ihr das Ganze ohne ein eigenes iFruit-Kennzeichen macht, dann bekommt ihr hinterher eine dreckige Kopie raus und wenn ihr die verkauft, dann werdet ihr vom Anti-Cheat-System erkannt und als Cheater halt in GTA Online eingestuft. Des Weiteren braucht ihr hier drinne dann noch einen Voodoo. Diesen könnt ihr euch, ich glaube, für 5500 oder 5600 GTA-Dollar auf der Internetseite von Bennys kaufen. Und dieser muss hier auch in dieser Arena-Ebene mit drinne stehen. Und des Weiteren braucht ihr dann halt noch so viele Autos, die ihr opfern könnt, wie ihr euch Autos duplizieren wollt. Sprich, ich habe den Rest der Garage hier voll mit Elegy RH8s, weil die halt kostenlos sind. Die verwende ich immer für irgendeinen Glitch, wo man Fahrzeuge opfern muss. Und damit habe ich mir einfach hier die gesamte Garagenebene vollgestellt. Außerdem wollte ich mir dann halt auch noch die zweite Garagenebene, also die Garagenebene B2, vollstellen mit duplizierten Autos. Und deshalb habe ich dort dann auch nochmal die komplette Ebene voll mit kostenlosen Elegies RH8 gestellt. Die könnt ihr zwar gerade hier im Hintergrund nicht sehen, aber die befinden sich dort wirklich drinne. Und zu guter Letzt braucht ihr dann noch die Hilfe von einem Freund. Dieser muss aber nicht wirklich viel machen. Der muss euch halt einmal nur in den Glitch-Zustand reinbringen. Und wenn ihr dann im Glitch-Zustand seid, dann könnt ihr diesen Glitch im Grunde solo weitermachen und euer Freund kann dann auch die Lobby verlassen. Und zu guter Letzt braucht ihr dann noch wenigstens 420.000 GTA-Dollar. Und ja, wenn ihr diese Dinge habt, dann können wir jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen. Also, let's go! Okay, Freunde, erstellt euch jetzt als allererstes mal eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und wenn ihr so in dieser Sitzung jetzt drinne angekommen seid, dann ladet ihr jetzt als erstes mal euren Freund zu euch in diese Sitzung ein. Und danach begebt ihr euch in eure Arena. Genauer gesagt, geht ihr dann in die Ebene, wo ihr den Glitch durchführen wollt. In meinem Beispiel ist das hier die Ebene B2. Und ja, dann öffnet ihr auch schnell euer Interaktionsmenü und dann ladet ihr euren Freund jetzt zu euch hier in diese Ebene ein. So, ist euer Freund jetzt nun hier drinne, dann begebt ihr euch jetzt nun mit eurem Freund zusammen zu eurem Voodoo und dann muss euer Freund was Spezielles machen. Und zwar muss euer Freund nun, während ihr im Auto drinne sitzt, die Dreiecktaste drücken, um in das Auto einzusteigen und während er gerade in der Einsteiganimation drinne ist, drückt er die Pfeiltaste nach unten, um in das Charakterrad zu gelangen und dann wählt er einen der drei Story-Charaktere aus, so dass er jetzt nun die Meldung bekommt, ob er wirklich in den Story-Modus wechseln möchte. Und in dieser Meldung bleibt euer Freund jetzt nun erst einmal drinne, ohne irgendetwas zu bestätigen. So, ist euer Freund jetzt nun bei euch im Auto drinne und hat diese Meldung jetzt vor sich, dann drückt ihr jetzt nun die Pfeiltaste nach rechts, um den Voodoo zu tunen. So, seid ihr jetzt mit dem Voodoo hier beim Tunen angekommen, dann geht ihr jetzt nun auf Arena-Fahrzeug aufrüsten und dann kauft ihr euch jetzt für 420.000 GTA-Dollar die Aufrüstung vom Voodoo. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, dann wird euch das Geld abgezogen und wenn euch dieses Geld jetzt abgezogen wurde, werdet ihr merken, dass nichts passiert ist. Das Auto wurde nicht aufgerüstet und ihr seid jetzt nun gefroren. Und wenn dem jetzt nun so ist, dann müsst ihr euer Pausenmenü aufmachen und im Pausenmenü geht ihr dann auf den Karteireiter online und dort geht ihr dann auf Cash Cards kaufen, sodass ihr in den PlayStation Store hier reinkommt, wo man sich die Shark Cards kaufen kann. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann verlasst ihr diesen Store jetzt nun wieder und schließt das Pausenmenü. So, seid ihr jetzt hier drinnen nun angekommen, dann kann euer Freund jetzt an dieser Stelle die Meldung, die vor ihm ist, ablehnen mit der Kreistaste und wenn er das nun gemacht hat, dann geht er ebenfalls in sein Pausenmenü, geht dann auf den Karteireiter online und dort geht er dann einmal ins Criminal Enterprise Starter Pack rein. So, ist euer Freund dort drinnen jetzt nun angekommen, dann verlässt er das Criminal Enterprise Starter Pack jetzt an dieser Stelle wieder und dann ist euer Freund an dieser Stelle nun auch entfroren. Und nun geht er hin und geht auf den Karteireiter online im Pausemenü, geht dann auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und dort startet er dann ganz einfach den Job für einen Titan oder irgendeine andere x-beliebige Kontaktmission. Wir machen das Ganze in diesem Video mit dem Job für einen Titan, weil der halt einfach ganz oben steht.
So, ist euer Freund jetzt nun im Jobmenü vom Job für einen Titan angekommen, dann geht ihr jetzt nun rüber auf den Karteireiter Freunde und dort wählt ihr dann ganz einfach den Namen von eurem Freund aus und dann joint ihr diesem ganz einfach nach. Alternativ könntet ihr ihm auch einfach über eure Party joinen. So, habt ihr das jetzt nun gemacht, dann werdet ihr jetzt nun eine zweite Meldung erhalten, in der drinne steht, dass die Sitzung privat ist und dass ihr eine Einladung braucht, um zu ihm in die Sitzung zu kommen und diese bestätigt ihr dann ganz einfach mit der X-Taste. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, dann werdet ihr jetzt nun wieder in der Arena spawnen und ab jetzt seid ihr im Glitch-Zustand und jetzt könnt ihr die Autos nach der Reihe duplizieren. Ich sag mal, alle 30 Sekunden und ihr dupliziert euch an dieser Stelle ein Auto. Den Rest des Glitches könnt ihr jetzt im Übrigen komplett solo machen. Ihr braucht jetzt nicht mehr die Hilfe von eurem Freund, der kann jetzt theoretisch AFK gehen, er kann jetzt die Lobby verlassen. Ihr könnt jetzt in Ruhe duplizieren und er muss jetzt nichts mehr machen. So Freunde, ihr müsst jetzt an dieser Stelle zum blauen Kreis in der Arena gehen und dann drückt ihr dort die Pfeiltaste nach rechts, um in das Menü des blauen Kreises zu gelangen und dann geht ihr jetzt nun hin und switcht jetzt nun einen kostenlosen LG RH8 auf das Fahrzeug drauf, welches ihr duplizieren wollt. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, dann werdet ihr merken, dass die Autos gar nicht geswitcht wurden und dass alle Autos immer noch auf dem ursprünglichen Platz stehen. Und nun lauft ihr jetzt nun zu dem Auto, welches ihr duplizieren wollt, steigt in das Auto ein und drückt einmal die Pfeiltaste nach rechts, um das Auto zu tunen. Und wenn ihr jetzt nun in der Tuning-Werkstatt angekommen seid, dann müsst ihr jetzt irgendetwas am Auto verändern und schon ist das duplizierte Auto abgespeichert. Ich empfehle euch wie immer, das Nummernschild zu ändern, weil das halt einfach das günstigste ist. So, habt ihr jetzt was am Auto verändert, dann verlasst ihr jetzt wieder die Tuning-Werkstatt, dann steigt ihr aus dem Auto aus und dann lauft ihr jetzt direkt wieder zum blauen Kreis, drückt dort die Pfeiltaste nach rechts und dann tauscht ihr jetzt nun den nächsten kostenlosen LG RH8 auf das Fahrzeug drauf, welches ihr duplizieren wollt. Und wie auch gerade schon gesehen, passiert jetzt wieder nichts und die Autos stehen immer noch gleich und jetzt müsst ihr einfach wieder in das Auto einsteigen, welches ihr euch duplizieren wollt. Dann drückt ihr die Pfeiltaste nach rechts, um das Fahrzeug in der Tuning-Werkstatt zu tunen und jetzt ändert ihr wieder irgendetwas am Fahrzeug, wie zum Beispiel dem Nummernschild. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann verlasst ihr wieder die Tuning-Werkstatt und schon habt ihr das zweite Auto erfolgreich dupliziert. Denn wenn ihr euch jetzt mal genau die Liste vom blauen Kreis anguckt, dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt hier drinne 3 LG Retro Customs bzw. dreimal das Fahrzeug drinne stehen habt, welches ihr euch duplizieren wolltet bzw. euch dupliziert habt. Okay, Freunde, habt ihr das Ganze jetzt weitergemacht und wirklich euch die komplette Ebene voll mit dem Fahrzeug dupliziert, welches ihr euch duplizieren wolltet, also in meinem Beispiel ja dem LG Retro Custom, dann geht ihr jetzt nun wieder zurück zum blauen Kreis, drückt dann dort die Pfeiltaste nach rechts, um in das Menü des blauen Kreises zu gelangen und dann wählt ihr jetzt nun einen LG Retro Custom aus, aber nicht den LG Retro Custom, der sichtbar in der Arena drin steht, sondern einfach einen anderen. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann drückt ihr einmal die Viereck Taste und nun bekommt ihr das Menü, in welche Garage ihr dieses Fahrzeug jetzt nun tauschen wollt. Und dort wählt ihr dann halt einfach die Ebene aus, in der ihr noch ein paar LG RH8 drin rumfliegen habt und dann bestätigt ihr das Ganze mit der X-Taste. Und so bekommt ihr jetzt nun in eure Garage wenigstens 10 weitere LG RH8s rein und dann könnt ihr den Glitch direkt wieder von vorne machen. Sprich, ihr tauscht jetzt wieder einen kostenlosen LG RH8 auf das Auto drauf, welches ihr euch dupliziert wollt, dann geht ihr hin, steigt in das Auto ein, drückt die Pfeiltaste nach rechts, um das Auto in der Tuning-Werkstatt zu tunen. Dann ändert ihr wieder in der Tuning-Werkstatt irgendetwas am Fahrzeug, wie zum Beispiel dem Nummernschild und dann verlasst ihr wieder die Tuning-Werkstatt und schon habt ihr das nächste Auto dupliziert. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit immer so weitermachen, bis ihr wirklich alle 30 Spots in der Arena voll habt und dann habt ihr euch mit einmal diesem Glitch hier machen 30 Autos auf einmal dupliziert. Ich denke,
denke mal, dafür dürftet ihr so um die 10 Minuten brauchen, denn so lange habe ich auch hier in der Aufnahme gebraucht. Ich habe mir wirklich auch die komplette Arena vollgeklatscht, sprich ich habe mir das Auto komplett 30 Mal dupliziert. Am Ende habe ich dann sogar noch den Voodoo überschrieben und habe mir da auch dann noch ein Elegy Retro Customs draus gemacht. Wenn ihr dann hinterher wirklich komplett fertig mit dem Glitch seid und euch auch, wie gesagt, wie ich hier 30 Duplikate gemacht habt und ihr dann hingehen wollt und wieder eine normale Garage haben wollt, beziehungsweise die Duplikate sehen wollt, dann könnt ihr nicht nur einfach aus der Garage wieder rausgehen und die Garage dann wieder neu betreten, denn wenn ihr das einfach so machen würdet, dann würdet ihr merken, dass die Garage jetzt einfach komplett leer ist, beziehungsweise eure komplette Arena ist in diesem Zustand, beziehungsweise in dieser Lobby jetzt die ganze Zeit permanent komplett leer. Und um das jetzt zu umgehen, beziehungsweise um die Autos in dieser Ebene, beziehungsweise in eurer Arena jetzt sichtbar zu kriegen, dafür solltet ihr jetzt ganz einfach einmal kurz in den Editor gehen und im Editor erstellt ihr euch dann ganz einfach eine neue Sitzung und in der neuen Sitzung sind dann alle Fahrzeuge, die ihr euch dupliziert habt, dann sichtbar in eurer Arena da und dann könntet ihr die Autos umparken, falls ihr den Glitch dann noch einmal machen wollt und euch dann nochmal 30 Fahrzeuge duplizieren wollt oder ihr könnt die Fahrzeuge einfach im Los Santos Customs für echt gutes Geld verkaufen, aber bitte vergesst nicht das aktuelle Anti-Cheat-System, maximal 2 Autos alle 2 Stunden verkaufen und nie mehr als 7 Autos alle 30 Stunden verkaufen, denn sonst steigt ihr halt im Verkaufslevel des Anti-Cheat-Systems, weil ihr halt einfach zu viele Fahrzeuge verkauft habt. So, Freunde, ich hoffe, ihr habt mal, dass ihr alle diesen Glitch hier verstanden habt. Im Grunde ist dieser Glitch ja wirklich mega einfach und ich denke mal, dass ihr ihn alle verstanden habt. Und dann wünsche ich euch jetzt nun viel Spaß beim Glitchen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall auch einen netten Kommentar, denn das freut mich immer. Und dann würde ich auch jetzt schon an dieser Stelle sagen, dass wir uns dann morgen schon im nächsten Video wiedersehen. Und ja, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.